Wir sind schon fertig da drin? Ja, Klausi, das ist mein Freund Marina, ja. Ja. Wir haben viel gehört. Die alte Frau da, ey. Ey, Leute, ich kenne die, genau. Das, ja, die hat das Buch, das staubige Buch, Mann. Die... Nein? Dankeschön. Ihr geht dahin, ja, zu Ignis. Aber ich möchte erstmal noch weiter gucken. Dankeschön. Ich will nicht einfach weggeworfen werden, also wegteleportiert werden. Ich möchte noch weiter gucken. Hier gibt es nämlich noch Rare Candy. Und sonst? Blueprints. Gibt's hier noch was? Ja, Rare Bow, natürlich. Mehr Geld. Ja, gut. Lalalala. Komische Sound. Scheiß Zeug. Haben wir jetzt alles? Ich denke ja, oder? Ich glaube, wir sind ja echt überall gewesen hier in dem Raum. Gut. Dann. Ja, ich wurde ja schon gebeten, zu Ignis zu gehen, also wird das wohl erstmal warten müssen mit diesen Feldern hier. Jetzt gehe ich dahin. Das ist ja ganz oben, ne? Hallo, Winterstadt. Tschüss, Winterstadt. Rennen, rennen, rennen. Ja, ich hätte dahin gebracht werden können, aber ich wollte jetzt... Erstmal schauen, was noch in diesen... Ja, da sind sie ja. Boah, das ist ja richtig am Schneien hier. Stimmt, hier oben hat es nicht geschneit. Das ist tatsächlich anders als sonst. Oh, it's breathtaking. Der Tempel. Ich glaube, es wird hier bald eskalieren. Oh je. Kommt jetzt der Kampf? Yes! Bossfight! Bossfight! Wie sie aussieht! Sie sieht richtig geil aus irgendwie! Dann wollen wir mal schauen. Und das, also... Was ist denn das? Wie viel Pech kann man denn bitte haben, oder? Das fängt ja schon wieder so scheiße an. Na okay, los. Endlich kämpfe ich gegen den Boss der New Elders. Ich habe mich so lange drauf gefreut. Dann wollen wir doch mal schauen, ey. Ich glaube durch den Boost, ja, das ist ja schon richtig hart. Der Boost hat das Ding sehr stark gemacht, aber es fällt dafür auch schnell. Hundemon. Ja, dann ein Erdbeben, ne? Moment, ich habe kein Erdbeben. Ich meine, Schaufner. Ich assoziiere Boden-Pokémon immer als erstes mit Erdbeben. Deswegen dachte ich kurz, ich habe Erdbeben auf Peter Hase drauf. Aber ich habe diese Attacke noch nicht. Also sie handelt hier mit Boost-Attacken. Doch wenn deine Pokémon schnell fallen, dann sind die völlig egal. Das ist Pyon Drage. Ja, da wüsste ich jetzt auch keine bessere Alternative. Ich hab wieder ab. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Boss keine 6 Pokémon hat, aber... Was soll's. Wieder One-Hit, wieder One-Hit. Alle Pokémon bisher One-Hit von ihr. Gengar, das hat aber Schwebe, ne? Das hat sowas von Schwebe. Na dann. Komm zurück! Bisher ist sie am leichtesten von allen, oder? Gut.
Warum vergesse ich sowas immer, dass die auch Mega-Entwicklungen haben könnten? Na ja, das erste Pokémon, das nicht nach einem Angriff weg ist. Oi, 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 oi. Also würde ich es jetzt nicht besiegen, das würde mir schon ein bisschen Sorgen bereiten sonst. Und eins noch. Ja, das haben wir in der Tasche. Schade, ich habe mir mehr erhofft von dir. Aber so ist das nun mal. Bye, bye. Und überlevelt war ich ja auch nicht, also. Meine Pokémon waren einfach zu stark. Muss man so sagen. Die Fakten sprechen für sich. Aber ich muss schon sagen, also, das war krass, ne? Ja, ja. Ja, du wolltest nur Zeit schinden, klar. Im Labor ist die Hölle los. Die haben die Statue genommen. Oh. Ich fand's schön, dass wir jetzt nochmal das Gebäude von außen gesehen haben. Warum auch immer. Ja. Sie haut ab. Oh, es tut mir so leid, Görja und Klausi. Ihr habt das nicht verdient. Ich hab sie eingestellt. Du hast was gelernt, weil du oft gegen mich verloren hast. Naja, immerhin. Ein geheimer Ausgang. Irgendwas soll hier an Informationen noch sein, ja? Aha, aha, aha. Oh ja, ich muss hier was angucken. Die Säulen. Aha. Strength. Ist das jetzt ein Hinweis, dass ich auch Stärke kriege oder war das jetzt nur so? Ich habe das gar nicht gefunden. War das das erste Mal, dass nicht ich das herausgefunden habe, nachdem wir suchen? Wow, jemand anderes ist mal nützlich. Du warst zwar im Arena-Kampf schlecht, Marina, aber hier hast du dich als nützlich erwiesen. Optimism, ja, ja. Na dann runter da. Du hast keine Pokémon, du stehst uns nur im Weg, du alter Sack. Oh, hört auf zu quatschen, ich will da runter. Ja, ja, los. Oh, das kann nur eins bedeuten, dass gleich irgendwas richtig Heftiges passiert. Was kommt hier? Da ist ein Weg, aber da geht's nicht durch. Oh, was ist hier so los an wilden Pokémon? Kamau! Oh. Ist auch niedlich. Das war irgendwie klar, oder? Dass jetzt was kommt. Will ich das haben? Wo? Hab ich schon was verpasst? Ich glaube, ich habe was verpasst, oder? Seit wann habe ich denn das bitte? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass ich Magic Rock in meinem Team habe. Wo kommst du denn her? Jo. Du hast doch einen schlechten Spezialangriff, oder? Der wird doch die Blitzkörner das bestimmt noch nicht besiegen. Damit kann ich dich paralysieren. Natürlich. Ja, den Redding Ball. Ach so, ja gut, dann ist ja lame. Dann Stone Edge und Schiss. Wie lame. Ich wollte dich fangen. Oh, bist du in Ordnung? Ja, nee. Ja, die Statue, ne? Also, ja. Was haben wir damit jetzt gemacht? Jetzt habe ich Reggie Geiges. Sagt man Reggie Geiges dazu auf Englisch? Bestimmt, das klingt nämlich cool. Und wenn es cool klingt, dann will ich es auch so aussprechen. FM! Hm. Ach, jetzt können wir hier. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass wir da durch können gerade.
Goldbart, ja, Fledermäuse. Wo ist Fletiamo? Komm, Fletiamo. Oh, ja. Was hier alles so ist? Der Path geht hier in zwei Richtungen. Das ist eine Leiter. Ich sehe, dass das zwei Richtungen sind und das nervt mich schon wieder. Naja. Hilft ja nicht. Ah ja gut. Hat sich schnell erledigt, ne? Ja, Stollwack. Oh, PP Max, ey. AP Top erstmal gefunden. Es lohnt sich wirklich, diese Steine anzusprechen. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Ah je. Ich hoffe, das zieht sich nicht zu sehr hier alles. Muss ich gegen jeden Golem kämpfen? Ah, ich muss mit jedem der drei, in Anführungszeichen, normalen Golems gegen Regigigas kämpfen. So, so. Ich werde doch nicht gekillt nach dem nächsten Angriff, oder? Es sei denn, es kommt nicht Tackle. Oh, knappe Sache. Ich gehe doch Game Over, oder? Wenn das drauf geht. Oh. Haben wir auch das. Oh, jetzt ist der Nebel weg und die Sperre ist auch weg. Loudred. Relic Crown. Oh, das ist doch das, was 300.000 bringt, oder? Ich bin super reich. Ich habe keine Geldsorgen mehr. Ich hatte schon sehr lange keine mehr, aber jetzt erst recht nicht mehr. Bam, 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 bam. Und am Ende muss ich mit Regigigas gegen Regigigas kämpfen. Oder alle drei zusammen gegen Regigigas. Das könnte auch passieren. Oh, das war schon wieder eine versteckte Referenz. Ich weiß nicht, wer die verstanden hat mit dem alle drei zusammen. Ist ein TV-Total-Nippel, also ja. Ah, hier ist die spezifische Attacke wieder kacke. Bei Regice, da war halt der Spezialangriff besser. Hier wird wieder der physische Angriff besser sein. Jo. Und hier nützt dir Tackle wieder nichts. Tackle war halt nur gegen Regice stark. Also stark. Tackle ist nie besonders stark. Im Vergleich war es halt besser. Oh. Komm, Blitzkanone, weil es lustig ist. So, jetzt mach hier den Kack weg. Ey. Was haben wir da noch? TM2, was ist der TM2? Normalerweise ist das Drachenklaue. Hier ist es. Drachenklaue. Haben wir alles, aber da war ja noch ein anderer Durchgang, oder? War ich überall? Oh, nee. Wow! Wo geht's denn hier noch hin? Ey! Wo bin ich, Mann? Es ist so crazy. Wow! Ist okay. Wir haben den Weg gefunden. Mhm. Na dann mal raus hier. Wo sind wir? Wir sind in Ignis Valley. Bekomme ich jetzt Stärke? Wenn wir schon mal hier sind. Philippa kann fliegen. Ja, ja. Du gehst dahin. Die Bücherei. Wo gehen wir hin?